und schönen guten Tag aus dem Studio Bonn. Mein Name ist Johanna Kreienborg. Ich bin Referentin für Dienstleistungen und Management in der Wasserversorgung beim DVGW. Ich möchte Ihnen heute das neue DVGW-Regelwerk W1003 Resilienz und Versorgungssicherheit in der öffentlichen Wasserversorgung vorstellen. Demografischer Wandel oder Extremwetterereignisse durch den Klimawandel. Die aktuellen Herausforderungen der deutschen Wasserwirtschaft sind vielfältig. Die Auswirkungen durch Trockenheit und Hitze können wir alle deutlich wahrnehmen und die Wasserversorgungsunternehmen werden zunehmend vor neue Herausforderungen gestellt. Diese gilt es zu lösen, damit die Versorgungssicherheit auch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau bleibt. Dies war der Anlass, warum ich mit ehrenamtlichen Expertinnen und Experten aus deutschen Wasserversorgungsunternehmen dieses Arbeitsblatt erarbeitet habe. Es legt zum ersten Mal Grundsätze für Resilienz und Redundanz fest und schlägt dabei konkrete Maßnahmen für den Erhalt oder die Erhöhung der Versorgungssicherheit vor. Doch was ist eigentlich mit Versorgungssicherheit und Resilienz gemeint? Versorgungssicherheit besteht dann, wenn das Wasserdargebot den Bedarf an Trinkwasser übersteigt, also mehr Wasserressourcen zur Verfügung stehen, als wir Verbraucher durch Waschen, Kochen und Trinken verbrauchen. Die Resilienz eines Wasserversorgungssystems ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Robustheit und Anpassungsfähigkeit. Robustheit kann eine gute Lagerhaltung für Ersatzteile sein, sodass beim Ausfall zum Beispiel einer Pumpe schnell für Ersatz gesorgt werden kann und eine Versorgungsunterbrechung möglichst klein gehalten wird. Eine gute Anpassungsfähigkeit erhöht die Resilienz dann, wenn beispielsweise auf sich ändernde Rahmenbedingungen wie Verbraucherzahlen schnell und flexibel reagiert werden kann. Und genau daraus ergibt sich der Mehrwert von W1003. Mithilfe einer einfachen Analyse von unterschiedlichen Merkmalen über alle Wertschöpfungsstufen hinweg kann der Anwender des Regelwerks eine erste Einschätzung der Versorgungssicherheit seines eigenen Unternehmens vornehmen. Dabei werden Merkmale wie Auslastungsgrad der Aufbereitungskapazität, ungeplante Versorgungsunterbrechungen oder das Vorhandensein eines Risikomanagements abgefragt und mithilfe eines Ampelsystems bewertet. Diese Bewertung gibt wichtige Hinweise für potenzielle Optimierungsmaßnahmen der Versorgungssicherheit oder Maßnahmen zur Erhöhung der Resilienz. Dabei können manche Schwachstellen durch einfache, kurzfristige, oft betriebliche Maßnahmen behoben werden. Andere Defizite brauchen aufwendigere, oft strategische Maßnahmen. Während der Erarbeitung dieses Arbeitsblatts konnte Hermann Löhner, Werksleiter der Fernwasserversorgung Franken, als Projektleiter viele Erfahrungen aus seinem Unternehmen einbringen. Ich freue mich daher, dass wir Ihnen jetzt bei der Fernwasserversorgung Franken zeigen können, wie die praktische Umsetzung des W1003 aussehen kann. Herzlich willkommen bei uns, Frau Kreienborg, hier bei der Fernwasserversorgung Franken, einem unserer größten Wasserwerke. Ja, Sie als Initiator und Mitautor des DVGW-Arbeitsblatts W1003 sind Experte auf dem Gebiet der Versorgungssicherheit und Resilienz in der öffentlichen Wasserversorgung. Was war Ihre Motivation, bei diesem Arbeitsblatt mitzuarbeiten? Versorgungssicherheit ist für uns als Wasserversorgungsunternehmen eines der wichtigsten Ziele. Es vereint auch die Ziele Qualität, Nachhaltigkeit und letztendlich die Kundenzufriedenheit. Hierfür investieren wir viel Geld, was letztendlich auch die Wirtschaftlichkeit unseres Unternehmens beeinflusst. Alles Themen, die sich im Benchmarking, in Kennzahlenvergleichen niederschreiben. Und Sie wissen, daran hängt mein Herzblut. Seit mehr als 20 Jahren betreibe ich das aktiv im Unternehmen als auch in der Regelwerkesarbeit. Und hinzu kommt auch noch, Versorgungssicherheit ist in vielen Regelwerken punktuell niedergeschrieben. Zusammen mit anderen Wasserversorgungsunternehmen und deren Vertreter haben wir den Projektkreis gründen können und dank Ihrer Koordination haben wir auch ein Regelwerk aus der Praxis für die Praxis entwerfen können, wo wir alle Merkmale der Versorgungssicherheit für Wasserversorgungsunternehmen zusammenführen konnten. Ein echt gutes Werk ist uns da gelungen. Der Blick hinter die Kulissen soll uns heute zeigen, was Versorgungssicherheit konkret bedeutet. Aber erzählen Sie mir doch erstmal etwas über Ihr Unternehmen. Gerne, Frau Kreienborg.
Die Fernwasserversorgung Franken ist ein rein kommunaler Zweckverband. Wir befinden uns hier in Mittel- und Unterfranken in einem Wassermangelgebiet. Und in unserem Versorgungsgebiet gibt es im Jahr einen Niederschlag von 500 mm. Vergleichsweise, unsere oberbayerischen Freunde können 2000 mm Niederschlag im Jahr verzeichnen. Also sieht man auch mal die Größenordnungen. Und dieser Niederschlagsmangel hier in Mittel- und Unterfranken, der führte auch dazu, dass man uns vor 70 Jahren gegründet hat und auch diese Infrastruktur geschaffen hat. Dieses Wassermangelgebiet ist leider auch nur in der Lage, 50% des Wasserbedarfs zu decken. 50% müssen wir bei anderen benachbarten Zweckverbänden beziehen. Das bedeutet, eine Versorgungsstruktur zu unterhalten, die genau für diese dezentralen Strukturen eine Antwort haben, wenn es darum geht, dass eben ein Betriebsmittel ausfällt. Wir sprechen hier vom sogenannten N-1-Prinzip. Ganz konkret bedeutet das, wir haben 5 Wasserwerkstandorte bei uns im Versorgungsgebiet und 4 sogenannte Übergabepunkte, wo wir von benachbarten Zweckverbänden Wasser beziehen. So, und daraus entstehen dann letztendlich 9 Versorgungsbereiche mit 40 Druckzonen. Und all das wird eng vermascht und so ausgeprägt, dass immer, wenn ein wichtiges Betriebsmittel ausfällt, ein anderes wichtiges Betriebsmittel diese Versorgungsaufgabe übernehmen kann. Das ist seit jeher bei uns Versorgungssicherheit. So wurde unsere Infrastruktur geplant, gebaut und so entwickeln wir das auch auf die zukünftigen Bedarfe dann letztendlich weiter. Können Sie das näher erläutern? Ja, wenn wir hier jetzt in das wunderschöne Maintal schauen, dann gibt es hier die Weinberge und hier gibt es den Main. Unten am Main haben wir auch eine unserer größten Fassungen, die wir in der Art ausgeprägt haben, dass wir links und rechts vom Main einen Horizontalfilterbrunnen haben, jeweils. Und die werden auch nochmal unterstützt mit 4 Vertikalfilterbrunnen. Also auch wenn ein Brunnen ausfällt, kann die Versorgungsaufgabe, die Gewinnungsaufgabe in einem anderen Brunnen letztendlich übernehmen. Und wir haben natürlich hier verschiedene Gefährdungen. Zuallererst das Thema Hochwasser, was Gott sei Dank die letzten 10 Jahre uns hier in Frieden gelassen hat. Aber auch das muss man immer wieder einkalkulieren. Aber auf der anderen Seite auch das Thema Main-Uferfiltrat und deren Auswirkungen auf die Qualität, die Spurenstoffe. Direkt unter uns verläuft eine 600 mm voluminöse Transportwasserleitung, was hier aus dem Osten Bayerns, aus dem Nürnberger Ballungsraum, letztendlich 60 Kilometer entfernt Wasser an diesen Standort schafft. Wir befinden uns hier im nordbayerischen Ausgleich- und Verbundsystem und das ist einer der wichtigsten Standorte, um letztendlich das Wassermangelgebiet sowohl mit ortsnahen Ressourcen versorgen zu können, aber eben beim Ausfall dieser ortsnahen Ressourcen gleichzeitig eine Antwort zu haben durch ein zweites Standbein, was wir hier eben durch diese Beileitung realisiert haben. Das hört sich richtig toll an. Haben Sie noch ein weiteres Beispiel für Redundanz in Ihrem Unternehmen? Da können wir jetzt gleich in unser Wasserwerk dann gehen. Dieses Wasserwerk benötigt verdammt viel Strom. Und dazu haben wir eine Netzersatzanlage, ein sogenanntes Notstromaggregat, aber alles weitere dann innen vor Ort. Versorgungssicherheit spielt natürlich auch in der elektrischen Stromversorgung für uns eine wichtige Rolle. Wir betreiben hier Gewinnungspumpen, wir betreiben hier die Förderpumpen, die wir gerade auch gesehen haben und natürlich die ganze Peripherie der Aufbereitung und auch unser Betriebslabor. All das funktioniert nur mit elektrischem Strom. Wir haben zum Glück hier eine gute funktionierende Stromversorgung über den vorgelagerten Netzbetreiber. Aber wir mussten und müssen weiterhin davon ausgehen, dass es eben zu Stromausfällen kommen kann. Und auch hier greift für die Wasserversorgung das N-1-Prinzip. Nämlich wenn die Stromversorgung durch den Netzbetreiber unterbrochen ist, müssen wir hier im Inselbetrieb eine eigene Stromversorgung aufrechterhalten. Wir haben hier ein Notstromaggregat mit insgesamt 16 Zylindern und einer Leistung von 2000 kVA. Wir können letztendlich damit eine Kleinstadt mit rund 5000 Einwohnern versorgen, aber letztendlich dient dieses Notstromaggregat dazu, dass wenn eben hier mal Blackout herrscht, dieses Wasserwerk auch ohne externe Stromversorgung betrieben werden kann. Was passiert, wenn der Stromausfall genau nachts eintritt? Dafür haben wir auch wieder ein ausgeklügeltes System. Die Sensoren überwachen natürlich, kommt Strom vom Netzbetreiber an. Und sobald die Stromversorgung für dieses Wasserwerk von extern unterbrochen ist, registriert das dann auch unsere Steuerung.
Und dann findet in unserer Steuerung ein Algorithmus statt, der dann dieses Notstromaggregat in Betrieb setzt. Wir haben hier ein großes Notstromaggregat, da drunten steht ein kleines Notstromaggregat. Das ist dafür da, das anzufeuern sozusagen, ist in Systembereitschaft zu bringen, um dann die große Leistung mit 2000 kVA abzurufen. Hier muss kein Mensch vor Ort kommen, vielleicht zum Überwachen, wenn es über mehrere Stunden läuft. Aber letztendlich ist das alles über die digitale Welt unserer Prozessautomatisierung selbstständig möglich, dass wir auf einen externen Stromausfall vorbereitet sind. Jedes Wasserversorgungsunternehmen sollte eine Prüfung und Bewertung seiner Versorgungssicherheit auf dem DVGW-Arbeitsblatt W1003 aufbauen. Zur ersten Einschätzung der Versorgungssicherheit hat das IWW einen Online-Check erstellt. Wesentliche Bewertungskriterien für die Versorgungssicherheit können mit dieser Anwendung Schritt für Schritt überprüft werden. Grundlage bilden die Kriterien gemäß des Ampelsystems aus DVGW W1003. Mit dem W1003 ist es gelungen, ein zunehmend an Bedeutung gewinnendes Thema, nämlich das der Resilienz und Versorgungssicherheit von Wasserversorgungsgebieten, als Regelwerksbestandteil zu erarbeiten und den Anwendern zur Verfügung zu stellen. Dieses Video gibt Ihnen einen ersten Einblick in die damit verbundene komplexe Thematik. Nun liegt es an Ihnen, sich mithilfe dieses Arbeitsblatts einen Überblick über die Resilienz Ihres Versorgungsgebietes zu verschaffen, damit Sie für die Zukunft bestens vorbereitet sind. Noch einen Satz zum DVGW-Regelwerk. Das DVGW-Regelwerk bildet die Grundlage für alle Aktivitäten in der Gas- und Wasserwirtschaft, stellt die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar, bietet Handlungs- sowie Rechtssicherheit und ist daher Pflichtlektüre für alle, die sich professionell mit den Themen Gas und Wasser befassen. Weitere Informationen zum DVGW-Regelwerk finden Sie hier.